Ja, Herr Hoxton, wir sind unterwegs. Ja, wir haben den Bagger aufgeladen. Hat ja auch lange genug gedauert. Ja, entschuldigen Sie bitte. War Finchi? Ja? War Schwierigkeit mit dem Bagger? Zu Beginn ja, aber auf den Auflieger. Den Auflieger ist der Bagger. Ah, da bin ich ja beruhigt, dass es geklappt hat mit dem Bagger. Ja. Der Kettenbagger. Machen Sie mal die Rödelleuchten an, Schiffe. Ja, genau. Weil Sie haben Bagger recht geladen. Hey. So, soll ich fahre den mal hier drüber auf? Rock. Ja, lassen Sie den Blitzer hier stehen. Oh. Wir müssen den Bagger ich aufladen. Ich sehe das von hier innen gar nicht. Oh. Oh, was habe ich denn jetzt gefahren hier? Den Blitzer haben wir weggefahren. Warum steht denn hier ein Blitzer? Das ist am Bahnhof, ist das ja völlig an der Schule. Welche hätte ich das ja noch verstanden, aber. Ja, die Schiffe. Ich ballert wieder alles weg. Aber wirklich, ey, das ist ja gar nicht so einfach hier zu fahren, ne? Das hat die alles mit dem Bagger gemacht. Die Chefin gleich Bagger. Die Chefin hat ein Gesicht wie ein Bagger. Ja. Ah. Der Chefin? Ja, sicher, Herr. Ja, genau, ne? Genau. Lassen Sie mich mal darin, bitte. Voller Bagger. Ja, gucken Sie sich die Bedienung mal an hier, weil wir werden diesen Auflieger für unser Unternehmen kaufen. Der ist optimal. Wenn Sie ihn jetzt sichern. Ah. Ein Bagger. Der ist gesichert, der Bagger. Ja, das sehe ich. Ach, geil. Das abkuppeln, nee, das wollen wir. So, wir sind gleich fertig beim Verdichten. Ja, da können, ja. Ich bin fertig. Auch mal so, Sie müssen jetzt die Baustelle räumen. Aber ich möchte noch weiter verdichten hier. Ich bin ein Verdichter. Nein, kommen Sie mal runter. Der Finch muss jetzt baggern. Yeah. Ich bin voll der Baggerer. Nee, gar nicht. War ich nicht. Ich bin der Verdichterer. Also den Auflieger werde ich kaufen. Das ist ja, den können Sie kaufen. Ja, dann hauen Sie den anderen, den Sie eingelagert haben, wieder weg. Den habe ich schon lange verkauft. Also wieder abgegeben. Chefin, wollen Sie nicht buggern? Nein, ich muss mich hier um den Ich glaube, eigentlich müsste die Chefin buggern. Nein. Weil wir beide schon hier gemacht haben. Eigentlich ich kümmere mich jetzt dran. Erstmal um den Auflieger. Ui. Vorsicht! Ja. Voll gebuggert! Kann ich ja eigentlich die Walze, die wollt ihr ja auch kaufen, ne? Kann ich die ja wieder drauf fahren, oder? Nee, die gehen wir zurück erstmal. Ah ja. Erstmal werden wir nur den Auflieger kaufen. Ach, den werden wir auf jeden Fall brauchen. Ich weiß gar nicht. So, warte mal. Ja. Ich muss mal irgendwas gucken. Möchten Sie auch mal den Auflieger sich angucken? Den habe ich schon auch nicht. Ja, warte mal, Finchi. Ja. Das musst du hier alles ausgraben hier? Ja, die Ränder. Hier ja. Lang? Ja. Ausbaggern? Ausbaggern. Da bin ich ja mit dem Kleinen besser dran, oder? Ja, oder machen Sie noch mit dem Kleinen und helfen Sie mit? Ja, ich mache auf der anderen Seite. Chefin? Ja. Den kleinen Bagger brauchen wir noch hier hin. Ja, ich habe den ausgelagert. Können Sie sich am Betriebshof abholen? Soll ich da hin? Geht's ihm gut oder was? Der ist doch schnell. Das kann doch nicht sein. Oh, wir haben 7 Euro Mietkosten für die Walze. Das ist gut. Ach ja, finden sie, ja. Alter, jetzt muss ich mit dem Teil da hinfahren. Das kann doch nicht warten. Echt, ey. Das ist eine, ey. So, und den werde ich nämlich kaufen. Dann haben wir wieder ein Fahrzeug mehr. Ja, wir mal gucken. Wie komme ich denn jetzt zur Baustelle am besten? Wir schauen mal. Da ist die Baustelle. Oh, das geht ja. Wir haben sogar noch 5%. Jetzt zahlen wir einen Punkt. So, dann werde ich den mal abholen. Dann ist das nämlich unser Auflieger. Bei dem Bagger. Das ist schon mal cool.
Aufpassen, Kollegen, ich komme im Bagger. Weil dann helfe ich dir, Finchi. Ja. Dann geht's schneller. Dann brauchst du mit dem Riesenteil nicht da. Ich finde den sowieso ein bisschen zu groß. Was halten die Herrschaften denn davon, wenn wir für unser Unternehmen noch einen Muldenkipper kaufen, großen? Gar nichts erstmal. Okay, also lieber leihen, ja? Oder wollen sie das alles nur an die Seite kippen? So sieht das aus. Sie haben, okay, ich verstehe. Sie haben das erfasst. Ja, weil die Fahrtkosten sind natürlich immens hin. Dieses Hin und Her, das kostet uns ja viel Geld. Oh, ich habe nur tanken müssen sie ja sowieso noch. Mhm. Das stimmt. Oh, was haben wir denn für ein Gemüse? Das müssen wir bestimmt auch noch bearbeiten. Warum ist der Herr Hox denn? Hier ist der Marktplatz. Habt ihr mir noch nicht? Nein. Sorg schon dafür, dass die Baustellen nicht am Marktplatz sind, die Herrschaften. So, ich fahr mal eben tanken. Da können Sie gar nichts machen. Und wir meinen, wir gehen dahin, wo Erbsensuppen Juppis, dann gehen wir dahin. Jawohl. Jawohl. Ja, aber eine Bremse, ey. Ja, mit dem Bagger. Ja, fahren wir mit dem Bagger vor. Meine Herrschaften, Sie werden nicht in der Öffentlichkeit mit unserem Firmeninventar alkoholisiert fahren. Das dann werden wir dem Erbsensuppenjub sagen, mach mal hier die Schaufel voll vom Bagger. Malille. So, wir gucken mal. Genau. Wir tanken. Ich bin da. Und reparieren. Machst du hier die? So, ich fange hier an und dann du da die. Richtig? Ja. Gut. Wir verstehen uns. Genau. Hat Dixie denn schon das Klo geliefert? Ja, Hoxen? Nein. Haben wir schon die Toilette da stehen? Hier ist kein Kack in dem Gang. Kein Bau und... Oh, das ist aber schlecht. Nix da! Chefin. Weil ich habe jetzt gehört, die haben eine neue Technik mit dem Butze. Die wollen jetzt den Butze einsetzen, damit... Was ist denn Butze? Was? Ja, der Butze ist die chemische Lösung, die macht aus den aus den Sachen halt alles wieder reinische Stoffe. Butze? Butze, so heißt das, ja. Das heißt, das, was sie da reinlassen, wird wieder grün. Ja, natürlich. Das wird auch grün, wenn ich was anderes esse. Zum Beispiel nur. Na, das habe ich auch grün. Wenn ich zum Beispiel nur Spinat esse, dann wird auch alles grün. Herr Hoxton, so war das jetzt nicht gemeint. Ja, aber von mir. Ich darf Ihnen gar nichts erzählen, was? Nee. So. Das ist jetzt unser Teilchen hier. Oh ja, so lecker Teilchen, das wäre jetzt auch lecker, ne? Quarkteilchen. Soll ich beim Bäcker vorbeifahren, Herr Hoxton? Ja, wenn die schon aufhaben, dann wäre das ganz gut. Ja, um 3 Uhr machen die gerade die Backstube offen. Ja, aber wir haben doch da... Da sind die Sachen warm. Wir haben doch Sonderrichter hier. Ja. Hat die Bürgermeisterin nicht dafür gesorgt? Ja, wir haben hier beim ortsansässigen Bäckereibetrieb Sonderkonditionen. Was haben wir da? Sonderkonditionen. Ja. Man hat uns immer... Ich brauche die nur abholen. Ja, holen Sie mal ab da, ne? Ja. Holen Sie mal einen ab. Sozusagen. Wann holen Sie denn alles? Ja, ich hatte so an Krapfen gedacht. Krapfen. So Berliner. Und dann noch ein paar Apfeltaschen. Ne, das ist nichts. Also Apfeltasche ist nicht. Apfeltasche ist nichts für mich. Erdbeerplunder? Also gerne so Bienenstich. Bienenstich, ja. Herr Finch, möchten Sie noch ein bisschen Schwarzwälder Kirsch dabei? Ja, aber gerne doch. Weiß ich, hab mich festgefahren. Muss mich mal eben zurücksetzen. Doch, sowas nicht. Ja, doch. Ich bringe auf jeden Fall schon mal Kaffee mit. So. Ja, Kaffee ist gut.
dann nehme ich den Kaffee mal mit. Hab ich da irgendwas falsch gemacht? Da muss ich doch mal gucken. Irgendwann habe ich verkehrt gemacht. Oder Josef. Was ist denn jetzt Josef? Der ist gerade an mir vorbeigefahren. Und wer ist Josef? Ja, der ist aus der Nachbarstraße. Mit dem bin ich aufgewachsen. Wir sind zusammen in die Schule gegangen. Man, böse Zungen behaupten, sie hängen mit ihm immer zusammen da. Nein. So sein Sohn ersten Grades, der hat die Alina geheiratet. Wer ist Alina? Ja, seine Frau. Also von Josef seinen Sohn. Sie kommen mir ein bisschen verwirrt vor, Schäfer. Nein, alles gut. So, jetzt kein Blitzer hier im Weg. Wir haben zum Beispiel keinen blassen Schimmer, wer Josef ist. Ja, der ist mir doch gerade entgegengekommen. Ja, das mag ja sein, dass er ihnen entgegengekommen ist, aber trotzdem wissen wir nicht, wer Josef ist. Ich würde da erzählen. Josef. Insel und Brühe. Beirrten sich im Wald. So, wie sieht's denn aus, die Herrschaften? Ja, wie soll's denn aussehen? Was meinen Sie denn, wie es aussieht? Sieht sehr gut aus. Aber das hier kein Dixie-Klo ist, das ist... Ich gehe mal eben in der Bäckerei auf die Toilette, ja? Ja. Da würde ich mich bestimmt freuen, dass sie da gerade hinkommen. Hoffentlich wissen die auch, dass sie da irgendwie wieder einen Pyrosteller gegessen haben. Und morgen Magda. Magda, Magda. Klappt, Finchi? Ja, mehr oder weniger. Geht so, ne? Ja. Ist ganz schön langwierig, die Geschichte hier. Ja. So, ist gleich die Kiste wieder. Das habe ich ausgegraben. Mein Gott, ey. Guck hier rum. Weißt du, was mir fehlt? Und zwar so ein Bagger. Der die Schaufel nicht so Bagger? Der die Schaufel hat, nicht so wie du. Sondern so, der die zupackt, ne? Richtig, genau. Ja. So was wäre geil. Das stimmt. So was fehlt dir noch. Ah, du weißt sofort, was ich meine, ne? Ja. Also der fehlt noch. Ich kann mal schön senkrecht reinkloppen und dann... Absolut, ja. So sehe ich das auch. Weil den kannst du hinstellen und dann kannst du richtig schön zugreifen und dann ist alles gut. Ja, genau, ein richtiger Teil. Weil hier, ey, der Bagger sieht ja durch und durch. Jetzt überleg mal, du müsstest dann alles alleine machen. Oh, Scheiße. So. Schon wieder festgefahren. Oh, du willst doch wohl da rauskommen. Ah, der hat doch Allrad normalerweise. Der hat doch Allrad. Ja, sag ich doch, ich komme da alleine raus. Ja, das staut hier alle, wa? Da kann der Hoxendon ganz alleine hier. Kannst du vielleicht auch mal stehen bleiben? So, wieder aufbauen. Ah, so. Dann gibt es jetzt die frischen. Ich habe hier auch noch Nussecken bekommen. Hat jemand von Ihnen beiden eine Nussallergie zufälligerweise? Nein, ne? Das ist gut. So. Ich tue es im Pritschenwagen legen, ne? Ja, bitte. Tun Sie mal. So, packen wir es mal hier rein. Oh, haben sie aber schön aufgeräumt hier. Wunderbar. Soll ich jemanden ablösen mal, oder?
Ja, sie sind gleich hier. Herr Finch? Ja, bringen Sie so hin. Oder so, jo. Also einfach nur zur Seite, ne? Haben sie genau, gehört. Einfach recht, genau, einfach nach rechts und links. Einfach nur. Ja. Der Steffi ist am Buggern. Echt, Steffi ist Bugger? Jo. Man muss Ecken. Ja, dann muss ich. Ich bin wieder ein lustiges Pärchen heute. Ja. Gleich die Kiste wieder woanders hinfahren. Mann, das ist doch eine Eierei. Aber so ein Bagger fehlt, ne? Was denn? Was, von welchem Bagger sprechen Sie? Ja, von einem Bagger, der fehlt. Erzählen Sie mir mal was. Wo du das hier viel einfacher machen könntest. Welcher wäre denn das, der da fehlt? Ja, einer, der nicht so eine Schaufel hat wie Sie. Ja, aber warum wird das nicht weniger hier bei den Gräben? Ja, was ist denn? Weil die haben nicht tief genug ausgegraben oder was? Ja, sie schütten wahrscheinlich wieder alles zu. Nö, eigentlich nicht. Oder habe ich wieder zu? Oder müssen wir das wieder mit was anderem ausgraben? Ja. Fragen Sie sich das mal. Ich will es ja nicht hoffen. Und Herr Finch, wie schmecken Ihnen die Nussecken? Sehr, sehr lecker. Ja. Ja, die Bürgermeisterin, die will uns was Gutes tun. Aha. Geht das auf. Sind das gesponserte Nussecken? Die sind gesponsert. Ja, was heißt gesponsert? Ja, was denn? Die Bürgermeisterin hat gesagt, es soll uns da nichts fehlen, weil es halt dieses Prestigeobjekt ist, ne? Ja. Also doch gesponsert. Ein bisschen halt, ne? Nee, so ein Bagger. Aber der fehlt absolut, ne? Ja. Sie müssen mir mal sagen, von welchem Bagger Sie reden. Ach Mann, ey, Sie wissen das doch sowieso nicht. Habe ich gerade schon erklärt. Kann ich gar nicht kaufen, wenn ich zum Beispiel sage, ne, dass der nicht so eine Schaufel haben soll wie Sie, dann müssen Ihnen das sofort auffallen, dass ich... die müssen sofort wissen, wen ich nicht meine. Okay. Und das wissen Sie nicht, ne? Ich kenne doch diese Breitschaufeln. Nee. Wissen Sie, die weiß halt gar nicht. Und sowas führt ein Betrieb. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich meine. Der Hoxton meint eine Schaufel, wo sie senkrecht in die Erde rein und die dann zur Mitte zugeht. Ach, diese normal. Ach ja, ich weiß. Die normalerweise, wenn man so ein Baustein weiß, wie sie meinen. Bagger dran hängen. Eigentlich. Ja, genau. Aber die sind sehr klein, ne? Da kriegt man nicht so viel mit raus. Die sind besser als das, was wir hier gerade haben. Okay. Das steht schon mal fest. Weil ich guck mir auch einen zurecht hier, ey. Ja, Leute, ihr seht das ja selber, wie wir hier am Baggern sind. Genau, deswegen melden wir uns auch wieder, wenn wir in den letzten Zügen sind hier. Genau, wenn wir das Baggern erledigt haben und ihr, sag ich mal, schon mal eine Nussecke gegessen habt. Genau, in der Zeit könnt ihr euch auch eine Nussecke gönnen. Genau, wenn oder, ihr Zugang oder bekommen habt. Erdbeerplunder oder, genau. Oder ein Polunder oder. Genau, oder einfach nur ein Brötchen, hä? Leckeres. Oder ein Bagger. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sagen bis gleich. Genau. Ciao. Tschüss. Ciao.